Auf der Gynäkologie bringt Schwester Anna Stationsärztin Dr. Johanna Krämer zur nächsten Patientin. Die 47-jährige Doris hat ihre Wechseljahre schon hinter sich, aber plötzlich wieder Blutungen. Eine andere Sache bereitet hingegen ihrer Tochter Sabrina Sorgen. Ja, ach, gucken Sie mal hier. Schöne auch. Bilder, ja. Oh, auf alle Fälle. Ja. Ach, da kommt sie ja schon. Ja. Hallo. Na, Kindchen. Ach, das ist doch ein Klassiker, das Kamasutra. Schau mal, am Anfang wusste ich gar nicht. Ja. Das ist ein Krankenhaus. Kannst du das bitte wegpacken? Ach, jetzt bist du meine Tochter. Ist ein bisschen prüde. Entschuldigung. Nee, aber es gehört hier nicht hin, ne? Okay. Zuerst mal hatten Sie ja Beschwerden, die Sie veranlasst haben, da in die Notaufnahme zu kommen. Mhm. Vielleicht gehen wir mal in die Untersuchung, dass Sie uns das dann vielleicht mal mitteilen. Ne? Jetzt ist die Tochter ja da. Ja. Bitte schön. Gerne. Die Schwester Anna geht mit Ihnen. Sie zeigt Ihnen. Kommen Sie mal mit. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Patienten zum Warten ihren eigenen Lesestoff mitbringen, ob es Zeitungen oder Bücher sind. Aber ein Kamasutra-Buch, ja, das habe ich jetzt auch wirklich im Krankenhaus noch nie erlebt, dass das ein Patient mitgebracht hat. Ja, das Ganze sollte uns eigentlich mehr oder weniger einen Vorgeschmack von der Patientin geben. Was ist denn passiert, dass Sie heute hier zu uns kommen? Ich hatte vor 3 Jahren ungefähr meine Wechseljahre. Die haben die begonnen. Und jetzt seit kurzem habe ich meine Periode wieder. Das ist ein bisschen seltsam. Mhm. Und nicht nur das, mir ist auch aufgefallen, dass meine Brüste so ein bisschen spannen. Mhm. So ein leichtes Völlegefühl im Magen. Mhm. Und was ich als absolut schlimm empfinde, ist, dass ich immer auf Toilette muss. Normalerweise starten die Beschwerden mit den Wechseljahren schon unter Umständen mit dem 45. Lebensjahr. Die Blutungen werden zunächst mal unregelmäßig. Es können mal monatelang Blutungen ausfallen. Plötzlich kommen sie dann 2-mal im Monat. Begleitsymptome sind in der Regel Schwitzen, vor allen Dingen nachts, Schlafstörungen, Verstimmungszustände, innere Unruhe, Libidoverlust ist möglich. Es gibt also eine große Palette an Beschwerden, nur nicht jede Frau hat alle. Das ist aber beim Hausarzt schon abgeklärt, dass Sie nicht vielleicht eine Blasenentzündung haben. Ich war doch ehrlich gesagt noch gar nicht beim Arzt. Meine Tochter meinte. Dann machen wir das noch. Also wir werden auch noch den Urin kontrollieren. Ja, also, auf alle auch Fälle. Sie hat in letzter Zeit noch eine andere Beschwerde. Sie haben das ja eben gesehen mit dem Kamasutra. Sie redet die ganze Zeit über Sex. Und ich meine, schön für dich, aber sollte man vielleicht nicht gerade mit seiner Tochter drüber sprechen. Das ist mir wirklich vermehrt aufgefallen. Ja, Mütter und Töchter, da ist das vielleicht ein bisschen schwieriges Thema. Ne? Reden, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es zusammenhängt, aber das ist mir halt auch aufgefallen. Das sexuelle Interesse kann mit den Wechseljahren nachlassen, muss es aber nicht. Das ist auch sehr, sehr unterschiedlich, sehr individuell. Es können Krankheiten eine Rolle spielen. Die familiäre Situation spielt eine große Rolle. Es gibt aber auch Frauen, die dann eine ganz besondere Lebensfreude entwickeln. Die Kinder sind aus dem Haus, sie können nicht mehr schwanger werden oder eventuell ein neuer Partner. Man muss jetzt trotzdem mal gucken, was da passiert ist. Wenn jetzt schon 3 Jahre lang keine Periode mehr war und Sie vielleicht beim Frauenarzt auch schon abgeklärt haben, dass Sie wirklich in den Wechseljahren sind, und dann wieder Blutungen auftreten, dann muss man ja gucken, woran das dann wohl liegt. Ne? Ja, gut. Es muss ja dann irgendeinen Grund haben. Ja. Dann würde ich sagen, wenn wir jetzt die Basisuntersuchung abgeschlossen haben, dass Sie in die Umkleide gehen, einfach nur unten frei machen. Wir machen auch mal Ultraschall und gucken, wie es denn da so aussieht. Ich kann den Rock doch einfach so selbstverständlich, ja. Während die Ärztin dem medizinischen Rätsel auf die Spur kommen möchte, kann sich Tochter Sabrina nach wie vor nicht erklären, warum bei ihrer Mutter das sexuelle Verlangen so übermäßig geweckt ist. Schließlich ist die Versicherungskauffrau seit 2 Jahren Single. So, nicht erschrecken. Aber du würdest mir doch sagen, wenn du einen Freund hast, oder? Ach Gottchen, ich hab dir das schon so oft gesagt. Nein, ich habe keinen neuen Freund. Wo brauchst du denn das Buch? Was möchtest du da lernen? Ach, ich hab einfach Lust auf Sex bekommen. Sei doch froh, dass deine Mutter so, ach, wieder so lebhaft ist, so lebendig und... Oh. Ich verstehe dich. Aber das muss man doch nicht überall zeigen, das kannst du doch zu Hause lesen. Ja, die ganze Situation war schon etwas schrill. Die Tochter war schon ein bisschen peinlich berührt, was die Mutter anging. Aber dass sie die Mutter mehr oder weniger ins Krankenhaus gedrängt hat, um sich untersuchen zu lassen, war schon die richtige Entscheidung. Denn die Frau Hesse hatte wirklich ein gesundheitliches Problem. Die Blutungen, kommen die, sind die stärker als früher? Oder, Das ist mal so. So. Und, genau, und regelmäßig sind die auch nicht. Auch genau. Nicht, okay. Ja. Ja, da, so sieht es auch aus. Da ist auch eine...
wieder eine neu aufgetretene Schleimhautbildung in der Gebärmutter, so als ob tatsächlich da Hormone wieder aktiv sind. Also ist das eine Periode, die sie dann hat wieder? Oder? Ja, richtig kann man nicht sagen. Richtige Periode wäre ja, wenn auch ein Eisprung da wäre, ja, dann würde sie auch wieder schwanger werden können. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Okay, also das können wir jetzt schon mal ausschließen. Die Situation, die die Patientin schilderte, mit wieder auftretenden Blutungen nach dreijähriger Amenorrhoe, Brustspannen, vermehrtem sexuellen Interesse, ließ schon auf eine hormonelle Veränderung schließen. Das Einzige, was nicht passte, war also der vermehrte Harndrang. Da war es auch sicher angezeigt, dass unsere urologische Abteilung sich der Sache mal annahm. Sie können ruhig mitkommen. Ich muss den Felix abholen. Ich würde schnell los. Soll ich dann wiederkommen? Möchtest du mir schreiben? Nein. Ach was? Nee, grüß deinen Sohn. Ganz lieb von mir. Und du brauchst mich nicht abholen später. Alles gut. Okay. Pass auf, den Abstrich nehme ich auch sofort mit. Ja, selbstverständlich. Vielleicht das Labor habe, nehme ich den Abstrich mit. Nach der Blutabnahme muss Doris eine Urinprobe abgeben. Danach geht es für die 47-Jährige auch schon in die Urologie zu Dr. Volker Racho. Der Mediziner wurde bereits von seiner Kollegin über die vorangegangenen Untersuchungen informiert. Guten Tag, Racho, mein Name. Allein oder müssen wir auf irgendwen warten noch? Meine Tochter ist jetzt gerade ihren Sohn abholen, aber ich werde später vom Bekannten abgeholt. Okay, also die Kollegin hat mir schon ein bisschen telefonisch durchgegeben, worum es sich handelt. Willst du das noch angucken oder kannst du das Nee, kannst du gerne ins Labor bringen. Okay, ich bin Danke. Sofort wieder da. Ja. Und ich würde gerne mal einen Ultraschall von der Blase und von der Niere machen. Ja, das heißt, Sie müssten sich einmal auf die Liege legen, mit dem Kopf nach da und ich gucke mir das Ganze einmal an. In Ordnung. Ja? Zuerst sollte ich eigentlich einfach nur den starken Harndrang abklären, den die Patientin hatte. Und als ich routinemäßig dann einen Ultraschall gemacht habe, habe ich gesehen, dass die Blase völlig normal aussah. Die Urinergebnisse waren auch in Ordnung. Aber an den Nieren war etwas Auffälliges im Ultraschall. Die Niere an sich sieht wunderbar aus. Ja, da habe ich überhaupt keine Grund zur Sorge. Aber die Nebenniere ist etwas vergrößert. Aha. Wie meinen Sie das jetzt? Also ich kann im Moment nur sagen, dass die etwas vergrößert ist. Ja, mehr kann ich im Ultraschall da nicht sehen. Aber was wäre denn so Ihre Prognose? Also ich meine, jetzt steht ja so ein gut aussehender Arzt vor mir und jetzt sagen Sie Danke. Mir sowas. Also, darf ich den Kopf etwas wie gesagt, ich kann im Ultraschall nur sehen, dass die Nebenniere vergrößert ist. Ich kann aber nicht sehen, warum. Ich würde gerne noch weitere Untersuchungen machen. Das heißt, ich würde gerne MRT machen. Ja. Dass wir uns den Bauchraum und speziell die Nebenniere und die Nierenregion da noch mal genauer angucken. Also, Herr Doktor, ich weiß nicht, ob die Frau Doktor Ihnen das bereits erzählt hat. Ich habe ich habe im Moment mehr Lust auf Sex. Und ich fühle mich total gut dabei. Und wenn Sie jetzt ich kann nur sehen, dass die Nebenniere vergrößert ist. Ja. Ja. Die Nebenniere produziert auch Hormone, verschiedene Hormone. Vielleicht spielt das da ein bisschen mit rein. Ja, das können wir aber jetzt noch gar nicht sagen. Wir müssen noch auf die Blutergebnisse warten. Ihnen wurde ja das Blut abgenommen. Und wir müssen auf die Urinbefunde warten und vor allen Dingen halt auf diese MRT-Bilder. Könnte das gutartig, bösartig sein? In den meisten Fällen ist dieser Tumor gutartig. Ah, okay. Ja. Aber nicht, dass nachher dann mein Verlangen wieder verloren geht. Nein. Weil ich genieße das jetzt gerade so toll. Wie gesagt, wichtig ist, dass wir wissen, was da los ist. Ja. Ja, das machen wir mit diesen Bildern. Und das Verlangen, warum das jetzt auf einmal wieder mehr ist, das kann auch andere Ursachen haben. Ja. Beim Wort Tumor werden die Patienten immer direkt hellhörig. Dabei meinen wir Mediziner eigentlich mit Tumor nur eine vergrößertes Gewebe. Und das muss nicht unbedingt bösartig sein. In vielen Fällen ist das auch einfach gutartig. Bei Frau Hesse kam aber auch noch hinzu, dass sie irgendwie hatte sie fast mehr Sorgen um ihre Libido als um den Befund an der Nebenniere. Einmal hier rüber rechts. Wie geht's dir? Ja, das ist eine Untersuchung, die müssen gemacht werden. Hör mal, das. Schön, dass du da bist. Ja. Wie gesagt, ich bin gleich da und dann können wir dann direkt fahren. Sie scheinen aber sehr verliebt zu sein. Ja.
In den MRT-Bildern bestätigt sich dann der anfängliche Verdacht, dass da eine Raumforderung oder ein Tumor an der Nebenniere ist. Da war immer noch nicht klar, ob das gut oder bösartig ist. Allerdings war klar, dass das auf jeden Fall operiert werden muss. Der Urologe setzt die Operation direkt für den nächsten Morgen an. Doris macht sich natürlich große Sorgen wegen des Tumors, von dem noch nicht klar ist, ob er gut oder bösartig ist. Vielmehr noch scheint die 47-Jährige aber ein anderes Thema zu beschäftigen. Ich habe Angst davor, dass ich nach der Operation nicht mehr so lebendig bin. Sie müssen wissen, dass ich jetzt, ja, ich habe den zweiten Frühling. Ich bin nur verliebt und die Männer werden auf mich aufmerksam und ich genieße das so sehr. Ja, das glaube ich Ihnen. Und ja, auch wenn ich die ganzen Nebenwirkungen habe und ja, ich habe Angst, dass ich danach wieder keinen Sex mehr haben will. Mhm. Weil mein Mann hat mich genau deswegen vor 2 Jahren verlassen. Ach, er hat so, die Scheidung eingereicht. Jetzt verstehe ich das auch. Ja. Da war nach meinen Wechseljahren, da war gar nichts mehr los. Jetzt muss man natürlich erst mal abwarten, ne? Auch mit dem Tumor, ob er bösartig oder gutartig ist. Guten Tag, Schwester Linda. Hallo, Flori. Hallo, Frau Hess. Hallo, hallo. Ein netter Herr auf Station hat mich gebeten, das hier vorbeizubringen. Das ist eigentlich nicht die Regel, aber der war so hartnäckig. Habe ich meine Ausnahme gemacht. Machen Sie es auf. Tun Sie mir einen Gefallen, fassen Sie es bitte nicht an. Als der OP-Pfleger geklopft hatte und einen Herzensanhänger vorbeigebracht hat, ja, bin ich erstmal ein bisschen stutzig geworden und wollte da auch die Patientin schützen, denn der OP-Bereich ist ein ganz steriler Bereich, da darf natürlich nichts von außen hineindringen und deswegen habe ich den Kollegen gebeten, den Anhänger, ja, zur Seite zu legen. Nach dem Liebesgeschenk ihres Verehrers ist Doris voller Zuversicht. Als die Patientin 4 Stunden später alles überstanden hat, möchte Sabrina bei ihrer Mutter vorbeischauen. Nicht ahnend, dass diese bereits Besuch hat. Und zwar von jemandem, mit dem die junge Frau niemals rechnen würde. Hallo, Frau Hesse. Hallo. Hallo, guten Tag. Hallo. Wie geht's Ihnen? Gut. Ja? Sehr gut sogar. Wunderbar. Ich sehe alles schön geschmückt. Sie haben auch schon Besuch. Ja, das führt bestimmt zur besseren Genesung. Sie bekommen auch gleich noch mehr Besuch. Ich habe draußen jetzt das erste Mal Ihre Tochter kennengelernt. Und die wollte auch kommen. Du musst weg. Weg, weg, weg. Ja, aber ich kann ja schlecht hinter Vorhang. Ist egal. Ist egal. Hauptsache weg, 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 weg. Ja, wohin denn? Wohin? Oh, bitte beeil dich. Ja, wach, wir Kispert, wollen. Kispert, Kispert. Gott, was ist denn hier los? Hey, Herr Doktor, egal. Bitte spielen Sie mit. Bitte okay, spielen Sie okay. Mit. Also. Oh mein Gott. Guten Tag, Presse. Ich bin mit Ihrer Tochter. Dürfen wir reinkommen? Hi, Mama. Geht's dir? Hallo. Ist bei dir jemand im Bad? Ach, das ist nur die Krankenschwester und sie musste so dringend auf Klo. Da geht sie bei dir auf Toilette? Ich war auch völlig überrascht mit der ganzen Situation da in Frau Hesses Zimmer und wusste gar nicht, was mir da geschah. Ich habe dieses Kasperltheater mitgespielt und wusste gar nicht, was da jetzt noch kommen sollte. Hallo? Bis jetzt. Ich komme jetzt. Papa? Ja. Papa, was Mäuschen, das ist, ja, wie soll ich sagen, Doris. Hallo? Frau Hesse hatte eine Affäre, ja, das hatten wir schon vermutet und das war von ihr ja auch kein großes Geheimnis. Allerdings hat sie die Affäre vor ihrer Tochter verheimlicht und zwar, weil es sich um ihren Ex-Mann, also um den Vater ihrer Tochter handelte. Wir müssen dir was erklären. Wir treffen uns jetzt schon seit einiger Zeit. Wir haben uns irgendwann zufällig wiedergesehen und... Und er ist dein Lover, oder was? Der ja. Wir haben sowas wie ein... Ja, ja. Eine Affäre. Wir haben dir extra nichts erzählt, weil wir selber nicht so genau wussten, was aus uns wird. Und damit du dir halt nicht so unnötig Hoffnung machst. Ich habe auf jeden Fall gute Nachrichten für Sie. Dieser Tumor, den wir entfernt haben gestern, der war gutartig. Ja. Sehr also schön. Da nichts Bösartiges, kein Krebs, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Ne, Ihre Beschwerden werden sicher damit jetzt auch aufhören, die Sie hatten. Und ja, von unserer Seite ist das alles super. Aber ja? Was ist mit meiner Libido? Ja, das warten wir erstmal ab. Ja, das ist gar nicht gesagt, dass das überhaupt vom Tumor kam. Vielleicht war das auch einfach so, Frühlingsgefühle. Das müssen wir abwarten. Ja, das ist auch nicht das Schlimmste. Ja, gut ist, dass diese Raumforderung weg ist, dass die gutartig war. Wenn Sie weiter damit Beschwerden haben, wenn das vielleicht wieder zurückgehen sollte, dann können Sie auch noch mal die Frau Dr. Krämer um Rat fragen.
Die kennt sich damit aus. Da gibt es auch Mittel und Wege, dass man das später auch noch dann wieder behandeln kann. Ja, aber wie gesagt, medizinisch alles super. 4 Tage später durfte Doris wieder nach Hause. Ihr Lustempfinden hat nicht gelitten. Mittlerweile sind die 47-Jährige und ihr Ex-Mann Uli wieder zusammengezogen und führen eine erfüllte Beziehung.